Was geht ab, Leute? Die Länderspielpause ist vorbei. Das heißt, wir können endlich wieder zu unserem HSV gehen, welcher heute in der zweiten Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg um wichtige 3 Punkte kämpft. Deswegen schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und würde sagen, let's go! Und zu Beginn dieses Videos wollte ich euch einmal richtig stolz zeigen, vielleicht können sich einige von euch noch daran erinnern, dass ich das Match-Worn Ramsey Jersey aus dem Braunschweig-Spiel bekommen habe und das jetzt auch endlich einen richtig geilen Rahmen bekommen hat und ready für die Wand ist. Mit der bitteren Nachricht aus der letzten Woche, dass sich Bobby so schwer im Testspiel verletzt hat, dass er uns vermutlich bis März 2025 fehlen wird, hoffe ich natürlich, dass Ramsey da anknüpfen kann, wo er zuletzt aufgehört hat und uns vielleicht heute sogar zum Sieg schießt. Und mit dieser Verletzung ist die Gerüchteküche in Hamburg natürlich direkt wieder explodiert. Es sind Namen gefallen wie Erik-Maxim Choupo-Moting oder auch Anthony Modest. Aber bisher gibt es da noch keine konkreten Infos. Deswegen setzen wir natürlich unser Vertrauen weiterhin in Davy und Ramsey, die, wie es Baumi auf der PK bereits auch schon bestätigt hat, natürlich heute zusammen in der Spitze dann starten werden. Und natürlich ist Sydney heute auch wieder mit am Start hier, HSV-Outfit bereit. Ja. Sehr gut, deswegen Mission Heimsieg, kann losgehen. So Freunde, das Auto ist geparkt und das Erste, was wir jetzt machen, ist diesen geilen Sticker aufkleben, den ich von Jannis geschenkt bekommen habe. Hamburg-Kopenhagen XXL, geil. Meine Genugtuung. Hamburg-Kopenhagen. Okay. Vamos. Und hier, wenn ihr die Tabelle anguckt, könnt ihr sehen, beide Mannschaften können heute richtig Meter machen. Magdeburg ist ja bereits auf Platz 2, aber auch der HSV mit ein bisschen Schützenhilfe aus dem Parallelspiel kann heute auf Platz 2 springen. Deswegen extrem wichtig für beide Mannschaften. Wichtig war natürlich auch, dass Paderborn im Topspiel gestern Abend am Betzenberg 3-0 verloren hat. War auch recht überraschend, finde ich. Aber dadurch können wir sie heute direkt überholen. Die Mannschaft von Ex-HSV-Trainer Christian Titz, aber alles andere als ein einfacher Gegner heute. Die Männer aus Magdeburg haben noch kein einziges Spiel diese Saison verloren. Und auch der Auswärtssupport ist von Magdeburg immer sehr, sehr stark. Also da heute, wo wir sitzen auf der Süd, wird es wahrscheinlich ziemlich laut aus dem Gästeblock rüber schallen. Deswegen, ja. Keine leichte Aufgabe, aber ich bin optimistisch. Und schließlich muss man ja auch im Hinterkopf haben, dass auch wir in unserem letzten Punktspiel ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt haben, als wir mit 3-0 beim Tabellenführer Düsseldorf gewonnen haben. Also ja, wir sind auch gut drauf. Mal schauen, wie beide Teams aus der Länderspielpause jetzt zurückkommen. Aber ich denke, uns erwartet da ein richtig geiles Spiel. Und immer wenn ich hier am Parkplatz Rot vorbeigehe, finde ich es extrem beeindruckend, von wo überall unsere ganzen Fans anreisen. Hinterm Parkplatz Rot haben wir dann auch direkt unsere wunderschöne Heimspielstätte. Das geilste Stadion der Welt, das Volksparkstadion. Heute ist Sonntag 13:30 Uhr, auf jeden Fall ein entspannter Cola Zero und ein Alsterwasser. Prost, Schatz. Prost, City, dann gewinn mal was hier jetzt. Na, zeig mal. Kann man hier gewinnen, Leberkäse mit München, Bonbons und es wird ein Essensgutschein, oh, okay. Einmal dreht die Frau und direkt Hauptgewinn, oder wie? Essensgutschein? Ja. Leute, jetzt mal im Ernst, wie schön ist dieser Anblick jedes Mal. Oh, hab ich Bock, wir gehen jetzt rein, Prost. Aber worüber freut sich die Frau natürlich wieder mehr als den Hauptgewinn? Dass sie noch einen KitKat dazu kriegt. Wir sind drin, Freunde. Im wunderschönen Volkspark. Ist doch wirklich immer herrlich, die ersten Schritte ins Stadion und zu seinen Plätzen. Geil, kann losgehen. So, wir haben hier direkt die ersten Tipps für heute. Ja, also ich sag mal, HSV ist ja immer, wenn die anderen schwächeln, gewinnt HSV nicht. Paderborn verloren und deswegen tippe ich heute 1-1. Und wer macht das Tor, wenn Bobby jetzt nicht mehr da ist? Ich sag Reis. Reis, alles klar. Und der zweite Tipp des Tages? Ich sag 3-1 für uns. Finde ich sehr gut. Das zweite und entscheidende Tor macht Königsdörfer. Geil. Dann gutes Spiel. Wie bereits angekündigt, Magdeburg hat zahlreich hier erschienen. Die Mannschaft ist gerade rausgekommen von Magdeburg. Und sie rufen Aufwärtssieg, aber das sehe ich heute nicht. Unsere Mannschaft kommt gleich. Kommt, Jungs. Dann hau mal raus, dein Tipp. Ja. Also ich glaube, ohne Bobby wird das heute hier richtig schwer. Aber ich tippe heute auf ein 2-1. 2-1. Macht Ramsey ein Tor? Also ich hoffe. Schatz, was ist dein Tipp für heute? Also ich denke, wird sehr schwierig heute. Deswegen gehe ich leider auch nur mit einem 2-2. Aber Ramsey wird ein Ding machen und Davy, Doppelsturm ohne Bobby. 2-2, aber ich hoffe natürlich, dass wir hier heute 3 Punkte holen. Hier sind die Jungs zum Aufwärmen. Geil! Das kriegt auch schon wieder Gänsehaut hier. Komm, Jungs!
Natürlich will ich euch die Startaufstellung auch nicht vorenthalten. Ich mache immer die gleichen Fehler. Gebe erst meinen Tipp ab, guck mir dann die Aufstellung an. Aber wir starten vorne mit Ramsey und Davy, wie Baumi das ja auch bereits angekündigt hat. Über die Flügel kommen wir mit Marco und mit Jean-Luc. Und hinten ist endlich wieder Ferro zurück im Tor. Geil. Bei Magdeburg immer wieder sehr, sehr gefährlich ist die 23 Attic. Und sie kommen auch mit dem Ex-HSVer Amechi über die Flügel. Sehr, sehr schneller Mann. Moin, Philipp. So, Philipp, zeig mal. Und ihr kennt es, der Startschuss für mein Hamburg liebe ich sehr. Let's go. Hol die Schals raus. Steig ich aus. Mein Hamburg lieb ich sehr. Sind die Zeiten auch schwer. Hier, wo ich geboren bin. Wo ich spielte schon als Kind. Habt ihr gehört? Unser Gegner hat bisher nur auswärts gewonnen. Die waren aber auch noch nicht hier. Hier ist nämlich das Volksparkstadion. Und hier ist das Haus. Und da kommen jetzt beide Mannschaften, die auf dem Sonntag um 13.30 Uhr in der zweiten Bundesliga unser HSV gegen den 1. FC Magdeburg. Komm, Jungs! Wir sind immer von Schwarz-Weiß-Blau geboren. Und eines ist doch klar, du bist wunderbar! Der HSV also wie gewohnt in der ersten Halbzeit auf die Südtribüne. Und Ludo betreibt mit dem Anstoß. Komm, Jungs! Ja! Oh! Schade! War noch heiß, war lüb! Bring ihn mir hoch! Schaff! Ja! Ja! Ramsey! 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 Die erste Stelle im und wir sind direkt da! Rexford Königsdorf ist wieder da! Da sind wir noch! Und der gute Bobby! Natürlich! Für Bobby! Ist das ein guter Start hier von uns? Ist das ein guter Start? Jawohl! Jawohl! Jens ist weg! Abgeschossen von unserer Nummer 11. Ritzler! Königsdörfer! Ja, Jean-Luc! Ja! Oh! Den richtig gut los hier, die Jungs! Gut so, gut so! Junge, was ein Kracher! Nach dem Einwurf aus dem Nichts zur Flanke und da war er komplett blank, Leute. Ärgerlich. Sieg!
ist dann auch Halbzeit jetzt hier im Volksparkstadion. 13:0 vor uns an der Ausbau. So, Freunde, kurzes Halbzeitfazit. Ich bin wirklich wunschlos glücklich. 3-0, also die beiden Tore jetzt am Ende waren nochmal sehr, sehr wichtig, weil mit einem 1-0 in die Pause gehen immer kritisch, auch wenn man gut drauf ist, aber könnte Magdeburg wieder richtig stark rauskommen oder so. Deswegen 1-0 immer gefährlich, aber jetzt 3-0 zur Halbzeit, ey, mehr kann man sich doch gar nicht wünschen. Noah ein richtig geiles Solo-Tor gemacht, habe ich leider auch nur zur Hälfte drauf, weil man damit gar nicht gerechnet hat, wie er die Leute da so schnell nass gemacht hat. Ja, und dann Bobby. Wird richtig gut ersetzt hier. Davy macht einen Treffer, Ramsey macht einen Treffer. Also kann genau so weitergehen. Deswegen jetzt Abfahrt, zweite Halbzeit, let's go. Freunde, wir gehen rein, zweite Halbzeit, Magdeburg mit dem Anstoß hier. Und kommt ihr hier direkt mit dem ersten Angriff in der zweiten Halbzeit? Ja! Ja! Oh, Davy! Hier hoch, Freistoß. Oh. Aber es ist stark, wir finden jedes Mal einen Abnehmer. Ganz, ganz eklige 25 Minuten. Ganz, ganz eklige 25 Minuten jetzt. Oh Mann, ey. Dass man nach so einer Halbzeit wieder noch zittern muss. Schwer. Oh mein Gott. Jetzt war nicht durch. Gut. Und welcome back nach Verletzungspause. Bakary Atta. Stadion steht hier in der Nachspielzeit. Es wird der einzig sein und vermutlich auch der Tabellenplatz Nummer 2. Nur noch wenige Minuten zu spielen hier. Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Abgepfiffen, sehr gut. Albern, ey. Und was sehe ich hier beim Rausgehen? Karlsruhe macht in der 90. plus 4 noch den Siegtreffer. Heißt mit anderen Worten Platz 3 für unseren HSV. So, Freunde, sehr, sehr starke erste Halbzeit. Dann in meinen Augen eine richtig unnötige rote Karte. Auch ein unnötiger Elfmeter. Aber im Endeffekt haben wir die wichtigen 3 Punkte hier geholt. Haben unsere Hausaufgaben gemacht. Erst in Düsseldorf und jetzt hier zu Hause gegen Magdeburg. Und sichern uns somit den 3. Tabellenplatz. Sehr, sehr geil. Deswegen schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Deswegen haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.